Deus Ex Mankind Divided ist mein meisterwartetes Spiel des Jahres 2016 und endlich wieder ein Anwärter auf ein AAA-Actionspiel mit richtig guter Story. Eine düstere Verschwörungsgeschichte in einem Cyberpunk-Noir-Universum, dazu spannende Städte mit dutzenden Nebenquests, philosophischen Themen, die zum Denken anregen und natürlich Ballern, Schleichen, Hacken und jede Menge Rollenspiel. Auf die Gefahr hin, jetzt irgendeine Zutat eines grandiosen Deus Ex-Spiels vergessen zu haben, schauen wir mal, wie sich Mankind Divided im Test schlägt. Okay, fange ich jetzt mit der guten oder mit der schlechten Nachricht an? Ich glaube, ich probiere es mal mit der nicht so guten. Die Hauptstory von Mankind Divided ist eine Enttäuschung. Ja, richtig gehört. Dieser Umstand dürfte besonders Serienfans sauer aufstoßen, denn die spannende Verschwörungsgeschichte war immer der motivierende Überbau über einem Deus Ex. Dabei klingt die Ausgangslage im ersten Moment richtig spannend. Adam Jensen, der Held aus Human Revolution, arbeitet 2 Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers in einer speziellen Anti-Terror-Taskforce. Die Welt hat sich gewandelt und ohne zu viel zu spoilern, augmentierte Menschen gehören jetzt zu den gesellschaftlichen Randgruppen. Die normalen Leute haben Angst vor ihnen, wollen sie am liebsten sogar in Ghettos einpferchen. Und mitten in dieser hitzigen Frontenbildung drohen auch noch Terroristen in Prag damit, die Gesellschaft endgültig ins Chaos zu stürzen. Nebenbei ist Jensen aber auch noch ein Doppelagent, der den Illuminati auf die Schliche kommen will. Das klingt jetzt kompliziert, leider entpuppt sich das ganze Strippenziehen im Endeffekt aber als weitgehend belanglos. Jensen entdeckt beispielsweise geheime Upgrades in seinem Körper. Die Spur verläuft aber genauso ins Leere wie die meisten spannenden Subplots der Hauptstory. Der Schurke des Spiels bleibt blass, überraschende Wendungen fehlen komplett und die Story endet in einem Cliffhanger, ohne dass unsere Entscheidungen wie in früheren Serienteilen wirklich gravierende Auswirkungen auf die Schlusssequenz haben. Nicht falsch verstehen. Die Handlung ist nicht mies oder löchrig, sondern schlicht recht belanglos, wie eine umfangreiche Filler-Episode in einem Anime, in der die Helden halt einen Zwischengegner umnieten müssen, bevor es mit dem eigentlich spannenden Plot weitergeht. Wo sich die Story zu Beginn toll zu entfalten beginnt, stellt man am Ende frustriert fest, dass die Fragen wohl erst in DLCs oder einem eventuellen Nachfolger beantwortet werden. Eigentlich ein Unding, weil ich von einer Fortsetzung zur Human Revolution schon erwarte, dass sie die losen Handlungsstränge des Vorgängers näher an irgendeine Form von Finale heranführt. Und das alles beißt sich mit der eigentlich toll inszenierten Spielwelt. Den Großteil von Mankind Divided verbringen wir in Prag, das als Stadt atmosphärisch ins Detail geht. Wir interagieren mit Einwohnern, lösen deren Probleme, stolpern über Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Flüchtlingen. Die Nebenaufträge behandeln komplexe Themen wie Transhumanismus mit spannenden Ansätzen. Sie stellen uns auch vor unangenehme Entscheidungen. Überraschenderweise sind die Nebenquests deutlich besser geschrieben als die Haupthandlung. Wer an Deus Ex vor allem die Hubwelten und netten kleinen Geschichten mag, wird hier viel Spaß haben. Es gibt Unmengen zu entdecken, hinter jedem Apartment verbirgt sich irgendeine Story, die man beispielsweise in PCs oder geheimen PDAs entdecken kann. Mankind Divided ist ein Spiel für Leute, die gerne stöbern und eine Welt in sich aufsaugen wollen und dann wie hier sogar ab und zu mit einem netten Easter Egg belohnt werden. Ich persönlich hätte mir allerdings mehr Schauplätze gewünscht. Neben Prag gibt es nur 3 Missionen an wirklich anderen Locations. Für eine Globetrotting-Serie wie Deus Ex ist das ein bisschen mager. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Denn das Gameplay von Mankind Divided ist alles andere als mager. Mankind Divided macht spielerisch im Prinzip alles besser als der Vorgänger Human Revolution. Auch wenn die Grundformel auf den ersten Blick relativ ähnlich aussieht. In meinen Auseinandersetzungen mit feindseligem Gesocks entscheide ich serientypisch selbst, ob ich schleiche, ballere, hacke und tödlich oder nicht tödlich zuschlage. Für jede Aktion gibt's Erfahrungspunkte, damit schalte ich neue Skills frei. Und das Rollenspielsystem von Mankind Divided zeigt der Konkurrenz von Ubisoft und EA, wie es richtig geht. Bis auf den etwas mageren Schutz vor Blendgranaten ist wirklich jede der Fähigkeiten sinnvoll. Wer nicht tödlich schleicht, kann jetzt deutlich weitreichendere Upgrades freischalten und beispielsweise Jensens Typhoon-Rundumschlag mit nicht tödlicher Munition laden. Wo in Human Revolution das Schleichen klar der Königsweg war, stehen im Nachfolger wirklich alle Spielwege als gleichberechtigte Alternativen nebeneinander. Ballerwütige Naturen können mit dem Crafting- und Mod-System ihre Knarren individuell auf jede Situation vorbereiten. Mit panzerbrechender Muni gegen schwere Ziele, EMP-Kugeln helfen bei Robos, Schalldämpfer machen Jensen leise, sind aber ziemlich schwach, alle Waffenmods haben Vor- und Nachteile, so gehört sich das. Und das Schussgefühl wirkt stimmig.
Klar, Mankind Divided hat immer noch nicht das Movement einiger reinrassiger Ego-Shooter, aber mit ein bisschen Eingewöhnung gehen Bewegungen und Waffenverhalten locker von der Hand, sowohl mit Tastatur als auch mit Gamepad. Ich bin beim ersten Durchgang geschlichen, habe meine Camouflage ausgebaut, Remote-Hacking gelernt, meine Supersicht optimiert und am Ende die kompletten Sicherheitseinrichtungen gegen meine Feinde gerichtet. Und das fühlt sich fantastisch an. Weil ich jetzt nicht mehr mit so einer nervigen Energieknappheit zu kämpfen habe wie im Vorgänger, kann Adam Jensen deutlich coolere Manöver aneinanderketten. Aber ich kann auch deutlich länger schleichen, wie man hier sieht. Zwar gibt's den Saft dafür noch immer nicht am laufenden Band, wer ein bisschen haushaltet, kann in Mankind Divided aber jeden Spielweg ohne nervige Blockaden durchziehen. Das Spiel geht an jeder Stelle flüssiger von der Hand als der Vorgänger. Nur ein paar mehr Auseinandersetzungen mit Bossen hätten es gerne sein können. Neben einem etwas stärkeren optionalen Gegner in der Kanalisation von Prag gibt's nur einen echten Bossfight im Finale. Den kann man zwar auf angenehm viele Weisen beenden, aber gerade weil er so cool ist, wünscht man sich entsprechend mehr. Wer will, kann seine Fähigkeiten dafür auch im Breach-Modus herausfordern, der komplett losgelöst von der Kampagne im virtuellen Raum stattfindet. Hier erledigt man als Hacker spielerisch im Prinzip dasselbe wie im Hauptspiel, kann schleichen, ballern, Daten klauen und Geld verdienen und damit dann neues Equipment aus Booster-Packs ziehen. Alternativ gibt's auch einen Echtgeld-Shop, den kann man aber getrost ignorieren. Rein technisch sieht Mankind Divided deutlich besser aus als Human Revolution. Gut, der Vergleich ist auch ein bisschen unfair, was ich damit aber eigentlich sagen will, ist folgendes. Mankind Divided ist bei Erscheinen lange nicht so altbacken wie Human Revolution seinerzeit. Die Charaktermodelle sehen hervorragend aus, die Spielwelt wirkt lebendiger. Es gibt zwar hier und da Klon-NPCs, unterm Strich macht das Spiel mit seinen Effekten, Lichtstimmungen und Umgebungsdesigns aber eine ziemlich gute Figur. Und die unterstützt wiederum die rundum gelungene Atmosphäre des Spiels. Oh, und der Soundtrack klingt auch klasse. Nur die Bugs nerven im Moment noch. Sie sind zwar nicht übermäßig häufig, aber ab und an entstehen dann skurrile Situationen wie hier. Deus Ex Mankind Divided ist ein sehr gutes Spiel, aber nicht für jeden. Wer sich vor allem für den großen Kosmos hinter den Deus Ex Spielen interessiert und eine wendungsreiche Fortsetzung der Handlung von Human Revolution erhofft, der wird enttäuscht. Auch die Verbindungen zum Ur-Deus Ex bleiben eher die Ausnahme. Am meisten Spaß hat man mit Mankind Divided, wenn man sich auf die spielerischen Stärken und das toll inszenierte Prag konzentriert. Der Fokus von Adam Jensens neuem Abenteuer fällt kleiner aus als früher. Diese Prämisse muss man akzeptieren, dann wird Mankind Divided zum besten Deus Ex seit dem Erstling. Trotzdem muss Square Enix wegen der verpassten Story-Chance jetzt definitiv einen vernünftigen Abschluss für die Adam Jensen-Trilogie liefern. Sonst werde ich bockig. Yeah!